wait forever. Sorry, Miss Jackson. Ooh, for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. Hallo, Sportsfreunde, und willkommen zu einer weiteren Folge. Was? Zur allerersten Runde Footdraft auf meinem Kanal. Ja, wir zocken ein bisschen Footdraft. Ja. Auf meinem neuen Account. Ja. Habe ich noch einen Footdraft-Token. Und deswegen wird es jetzt halt richtig abgehen. Wir schauen unsere Formation hier an. Dreierkette. Ich weiß nicht. Ich will halt schon Flügel haben, weil ich will schon Ronaldo oder sowas haben. Das wäre halt krass für die Offensive, aber für die Defensive halt nicht so. Nicht so meins. 4-4-1 2 Z ist 1 ZDM. Schauen wir mal. Nehmen wir mal hier die. Yep. Und jetzt unser Capitano. Na? Ah. Wen nehmen wir denn da? Nehmen wir Müller oder De Bruyne? Wir nehmen mal Müller. Nehmen wir mal hier Müller. Ja, und dann schauen wir mal hier. So. Passt jetzt eigentlich keiner wirklich rein. Schade. BPL. Ich will Shaqiri eigentlich mal testen. Ja. Schauen wir mal nach, wie so der Shaqiri so ist. Ja. Boah, Ibrahimovic. Der passt aber überhaupt nicht ins Team. Ibrahimovic. Der passt überhaupt nicht ins Team. Eigentlich will ich Rooney. Rooney in Form, ja. Ja, das, vielleicht ist er nicht so schlecht, Rooney in Form. Oder Aguero. Ich nehme, glaube ich, Rooney in Form. Ich wollte gerade zoomen, ja. Keiner weiß, ich... Ey, komm. Iniesta gibt's als Totti, Alter, und ich kriege ihn nicht als Totti. Aber wir nehmen sowieso Yaya Touré. Oder De Bruyne. Wir nehmen De Bruyne. Ja, wir nehmen De Bruyne. Dann ist das linke Mittelfeld. Ah. Ah, wenigstens einer aus der Bundesliga. Ah, nimm mal Johnson. Einfach mal hier ein bisschen random. Ja, wir nehmen Hollebas. Nehmen wir einfach mal Hollebas und schauen wir mal, ob wir da noch irgendwas Gutes kriegen. Ja. Ah, da hätten wir doch Luke Shaw nehmen sollen, ne? Naja, dann nehmen wir halt Cahill hier mal. Oh, Ramirez. Ah, ist doch super. Ramirez ist doch gut. Java-Update, langweil mich nicht. Ey. Passt keiner rein. Können wir einfach mal hier, nimm mal einen Spanier. Ja. Der passt da perfekt rein. Okay, dann nimm mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt... Nimm mal Verhag. Einfach mal. Ah, okay. Ja, den können wir sogar nehmen, den Valdes. Den Valdes nehmen wir mal. Ja, unser Vorteam hier haben wir schon mal. Ja. Naja, da ist, glaube ich, Valdes besser. Ja, wenn wir da Valdes im Tor stehen lassen. Also ist es eigentlich egal, wen wir nehmen. Aber wir nehmen noch einen Liga-BBVA-Keeper mit einfach. Ja, perfekt. Der Klein. Jetzt brauchen wir noch einen Innenverteidiger. Ah. Ah, wir bräuchten eigentlich einen Linksverteidiger. Aber wir nehmen einfach mal einen Korb in Form, weil dann geht die Chemie hoch. Ja, die Chemie geht sogar noch dann hoch. Okay, das ist schon mal gut. Ja. Oh, Isco. Isco, Disco. Können wir da jetzt nehmen? Nimm mal Konoplyanka. Ah, Konoplyanka gefällt mir da jetzt am besten auf der Position gerade. Oh.
Nehmen wir mal Rositzki. Ja, dann werden wir danach auch mal schauen, wie wir noch so wechseln können. Oh, Antoine Griezmann und Bale. Hören wir mal Bale. Die 89er Bale. Oh, Neymar. Warum kriegen wir nicht den Totti Neymar? Warum kriegen wir nicht Totti Neymar? Ich bräuchte noch einen Innenverteidiger eigentlich. Ja, einen guten Innenverteidiger. Bräuchten wir noch. Aber so wie es aussieht, kriegen wir keinen mehr. Nehmen wir mal Klischee. Ja, und stellen Rekordbreaker rein. Stellen unseren Rekordbreaker ins Tor. Fernandinho. Nehmen wir mal Fernandinho mit. Ah, vielleicht habe ich jetzt einen übersehen. Das gibt's doch jetzt nicht. Nimm mal jetzt halt Neymar oder nimm mal Reus. Wir nehmen Reus. Wir nehmen Reus. Geht sogar die Chemie noch um plus 2 hoch. Was super ist. Nimm mal Herrera. Nimm mal Herrera. Stellen wir mal für De Bruyne rein, hat auch Ding mehr Chemie hier vorne. Ja. Und unser letzter Spieler ist kein einziger Totti. Aber ein richtig gutes Team. Ein richtig starkes Team, wenn ich das noch umstellen werde jetzt gleich dann. Ah, nimm mal Eriksen. Nimm mal Eriksen. Das ist unser komplettes Team jetzt. Ja, ich werde nochmal schnell umstellen, also bis gleich. So, jetzt sind wir auch wieder zurück. Ihr habt das Team jetzt so umgestellt, dass es die beste Chemie aufgestellt ist in einem kompletten BBVA-Team. Ja, Barclays Premier League Team, Mann. Mit Rekordbreaker, Cech im Tor, De Bruyne, Herrera und Shaqiri in Form und natürlich auch noch Wayne Rooney in Form. Ja, wir werden einwechseln. Reus, Bale und Thomas Müller. Ja, das wird dann krass. Das wird dann richtig nice. Ja. Und wir schauen unseren Trainer mal an. Barclays Premier League. Ja. Wir haben ein paar noch auf die bessere Chemie kommen. Hier nochmal unsere Footdraft-Übersicht. 100 Chemie, 184er Mannschaftsbewertung. 4 Spanier im Team. Ja, ein sehr starkes Team, muss man echt sagen. Ja. Wie viel Chemie kommen denn so alle? Ja, passt doch, oder? 7 Chemie, ja, passt doch. Ja, habe ich schon noch bewiesen, dass ich mit 7 Chemie-Spielern gut spielen kann. Also, wir starten rein. Unser erster Gegner wird gesucht. Bis gleich. So, und hier haben wir auch schon unseren Gegner für heute mit Totti Neuer im Tor, Neymar, Jonas, Second Inform, glaube ich, ist es, oder nur ist Inform, ich weiß es gerade gar nicht, was für eine Informkarte das ist, vom Jonas und Felipe Luis und der Moutinho da drin, der passt da gar nicht rein, also los geht's. Bin gemacht, Shaqiri, De Bruyne auf Hollebas, 1-0. Hollebas mit dem 1-0. Der Ersatz linke Mittelfeldspieler mit dem 1-0. Super rausgespielt. De Bruyne auf Hollebas. Und dann steht es ja auch noch 1-0. Ist doch was Schönes, oder? Rossell, Hollebas. So. Das könnte mal gefährlich werden nach vorne. De Bruyne. Auf Müller. Jetzt. Thomas. Müller. 2-0. So geht es. So muss es laufen. So muss es laufen und nicht anders. Rooney. Eieiei. Den Gegner könnten wir zerstören.
Den könnten wir zerstören. Mit unserem Bombenteam. Wir haben nicht mal einen Totti im Team. Und trotzdem zerstören wir unseren Gegner sowas von. Wir hatten Totti im Team eigentlich, ja? Neuer im Tor. Totti Neuer. Und da ist er erstmal richtig am Ball. Da! Es ist Rooney! 3-0! 19. Minute, Alter! Den Typen zerstören wir jetzt. Wie wir den Typen zerstören. So muss es doch laufen, Mann. So muss es doch laufen. Shaqiri, wunderschön gemacht. Dann, glaube ich, Ramirez. Glaube ich, war das da vorne. Und dann steht es ja auch. 3-0. Dann Wayne Rooney in Form, Mann. Ein richtig guter Stürmer eigentlich. Ja? Bis jetzt ist er. Bis jetzt gefällt mir das Team richtig gut. Super. Endes. Rooney. Rooney, Müller, Reus, glaube ich, war das. Was ist denn hier los? Es ist auch Halbzeit, ja. Wie man sieht, klare Führung. Ja, einfach ganz klar. Ballbesitz immer mehr. Mehr Schüsse haben wir. Wir haben 12 Schüsse, 6 aufs Tor und er hat 0. Das ist einfach so klar, dass wir das Spiel jetzt hier gewinnen. Und wir haben immer noch einen Trumpf im Ärmel. Ja. Wenn wir das Spiel trotzdem noch irgendwie hergeben sollten. Auf einmal. Ja. Und so ein Scheiß spielen wir jetzt halt gerade. Alter, richtig viel Glück. Uiuiuiui. Rooney. Schade. Hätten wir besser machen können, aber naja. Jonas jetzt hat. Auf Neymar, komm. Du musst mal aufpassen. Komm, Klein. Du warst letztes Jahr. Tots. Super. Super gemacht. Unser Rekordbreaker hatte nicht viele Möglichkeiten, um sich auszuzeichnen, aber mache ich hier selber einen Fehler. So einen katastrophalen Fehler. Muss ich aber aufpassen. Cahill, macht es stark. De Bruyne, außen auf Reus. Könnte Konter kommen. Kommt der Konter. Auf Koscheln sage ich schon. Auf Klischi. Klischi wieder auf Reus. Wer jetzt hat? Reus. Reus mit dem Fake Shot. Ist nicht allzu schwer. Schade. Ja, Nastasic war da und hält den Ball für Neuer. Das Pferd Fernandinho. Schade. Hätte ja klappen können, ne? Soll das irgendwie da so machen. Oh, Rooney wieder. Rooney. Ja, es wird besser, da hinten ist Reus. Uiuiuiuiuiui. Was für ein Schuss von Marco. Putz. Ah, Mann. Das gibt's doch nicht. 4-0, Wayne Rooney. 4-0, Wayne Rooney. Alter Schwede, was denn hier los? Wie viel Glück kann man denn gerade haben hier? Hier, zack, der Ball ist drin. What the fuck? Wird der Gegner jetzt aufgeben? Das ist jetzt hier die große Frage. Er wird aufgeben. Ja, und dann war es auch schon mit der ersten Folge vom Footdraft. Ja. Footdraft, das war die erste Folge vom Footdraft. Ja, der zweite Part, der folgt dann irgendwann. Ja. Vielleicht frage ich dann mal wieder in irgendeinem Video oder sowas, ob ihr einen Footdraft sehen wollt, dann seht ihr den ja auch dann gleich noch, ne? Und vielleicht, wenn ihr die 10 Likes schafft, bisschen übertrieben, ich weiß. Nein, sagen wir 5, oder? Sagen wir 5 Likes. Sagen wir, wenn ihr die 5 Likes schafft, gibt's den Footdraft direkt übermorgen. Ja, dann gibt's ihn direkt übermorgen. Den Footdraft gibt's dann direkt übermorgen, ja. Und deswegen würde ich sagen, Leute, lasst eine positive Wertung da, wenn euch
diese Folge Foodcraft gefallen hat, dann würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da, lasst doch irgendwas anderes da. Egal was, haut da rein. Ciao.